Ja, hallo und herzlich willkommen zu Zock mal wieder. Ich bin der Tomaniac und passend zur Weihnachtszeit bringe ich dann auch mal ein Weihnachtsgame. Und zwar eins, was in diesem Jahr für die PC Engine bzw. Turbo Graphics rauskam. Es ist immer wieder erstaunlich, dass heute noch Software für Konsolengeneration von Anno dazumal entwickelt werden. Und das Game wurde rausgebracht von Aetherbyte. Aus diesem Jahr, wie gesagt. Und ja, im Grunde geht es hier darum, die Frau von Santa Claus ist eifersüchtig, weil der sich jedes Mal mit Sherry und Keksen den Bauch vollschlägt. Und sie aber nicht. Sie sitzt zu Hause und langweilt sich. Und um nun ihren übergewichtigen Ehemann loszuwerden, hat sie einen bösen Zauber ausgesprochen auf alle Weihnachtsdekorationen und Kekse. Und die soll nun den Dirty Job erledigen und eben um die Ecke bringen. Und ja, im Grunde ist das Ganze so eine Art Defender-Style-Baller-Game. Und wie es genau aussieht, werdet ihr jetzt gleich zu sehen kriegen, indem ich das einfach mal starte. So, und da über Santa, da oben sieht man eben dann auch so ein Radar. Und man muss hier wirklich alles wegschießen, was einem da in die Quere kommt. Toll, erster Abschnitt aktiviert und da kommt wieder was Neues. Und es geht dann von Mal zu Mal schwerer zur Sache. Boah. Auch Hindernisse, gegen die man nicht knallen sollte. Da geht's ja schon ab. Ja, ein kleines Game Over. Das Ganze ist nämlich gar nicht so einfach. Probieren wir es deswegen mal gerade nochmal. So, fliegen wir mal nach links. Oh, ja, da fliegt. Ah, gut. Wenn man links rausfliegt, kommt man rechts wieder ins Bild. Boah, ich stirb direkt. Ja, es ist nicht einfach. Defender-Style. Ja, kracht direkt rein. Da oben links sieht man drei Sterne. Das sind Smart-Pumps, die ich aktivieren kann. Hoffentlich stelle ich mich jetzt mal ein bisschen geschickter an hier. So, die nächste Welle kommt. Sieht auf dem Radar, es ist ganz schön was los. Eine Menge Weihnachtsdekos haben sie auf mich abgesehen. Ha. Also auch vorhin beim Testzocken, ich bin nicht über die dritte Welle hinausgekommen. Das geht schon ganz gut ab. Vom Schwierigkeitsgrad her. Sich dann auch immer mehr bewegen jetzt, ja, das ist ganz, ja, das ist schon passiert, aber das ist auch im Grunde so das ganze Spielprinzip. Ich fand es halt interessant, dass eben für die PC Engine jetzt da auch noch neue Sachen rauskommen und ja, da oben Platz 2, ja, wie dem auch sei, ne? Das war Sand Atlantien von Aetherbyte aus diesem Jahr. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Zock mal wieder mit Tomaniac. Ciao!